Oh, die große Treppe. Und so hat man sie sich auch, glaube ich, damals im Buch vorgestellt. Nicht so wie im Film, sondern schon so wie hier im Buch. Ich finde es so gut, dass sie sich einfach mal so sagt, so, ich mache jetzt hier den mal den Weg frei. Es ist so krass. Guck mal, hier ist noch so ein Ding. Dreiundzwanzig, 15. Wo sind denn hier die Dings dafür? Ah, da, das ist ein Freizeichen und das ein Fragezeichen. Okay. Ich will das nochmal, ich will das üben. 15, okay. Und dieses da, das ist eine 2. Sind also 17, okay. Dann sind es also jetzt noch 6. Richtig? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist diese Echse, okay. Das ist diese Echse. So. Und dann haben wir hier die 19. Ach du Gott, das sind ja jetzt ja zwei. Okay, 9 ist das eine. Dann ist dieses Hydra-Ding. Eine 3, Gesundheit Katze. Dann sind das 12. Okay, und dann nur noch 7. Okay. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein Oktopus-ähnliches Viech. So langsam komme ich hinter. Nice. Noch ein. Ach, eine Holzbrille mit goldenem Gestell jetzt. Ui. Sammlung aktualisiert. Kürbislaternen. Ui. Ach, du meine Güte. Ja, jetzt kann. Also, jetzt. Das ist eine große Treppe. Kann man sagen, was man will? Oben. Ach, nee, hier rein. Hier in den Gang hier. Turm der großen Treppe. Wo geht's hier hin? Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Wer war. Ist das eine Trollrüstung? Ah, da. Was haben Sie jetzt vor? Oh, wo bin ich hier? Ja, ich weiß. Das ist der Trophäenraum. Das ist der Trophäenraum. Für die Verdienste um die Schule von Hogwarts. Hogwarts-Preis für Kräuterkunde. In Anerkennung beispielhafter Fähigkeiten auf dem Gebiet der Kräuterkunde verleiht Hogwarts diese besondere Auszeichnung an Mirabelle Garlick, Hufflepuff im 7. Jahr. Von Alraunern über Mistelzweige und Bubotoblern bis hin zu springenden Knollen. Ihre Arbeit mit der Pflanzenwelt hat alle Erwartungen übertroffen. Boah, Alter, Mann, einen riesigen Pokal bekommen. Holy. Das ist die Quidditch-Ecke. Holy Cricket, um es mit den Worten von Hermine zu sagen. Ich sage ja immer. Warum müssen sich alle Magier beim Ministerium registrieren? Da komme ich noch nicht hin. Okay. Ich sollte Kunstvolle nachsehen, ob ich an hohen Orten schwarzbraune in der Schule Zenobias Steine Handschuhe. finde. Ach, das soll hier sein. Das soll hier sein. Okay. Schauen wir uns dann nochmal hier im Trophäenraum um. Da. Ach, hier. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Ja. Oh, Alter. Was sich die Entwickler hier ausgedacht haben, dass das alles hier so riesengroß ist. Alter. So, Karte.
Ja, da wäre ich jetzt eine. Ja, da wäre ich jetzt eine Weile unterwegs. Da. Nein. Geheimnisse der verbotenen Abteilung? Nö. Aufträge. Jede Menge Koboldsteine. Da. Y auf der Karte finden. Da. Professor Fix Unterrichtsraum. Das werde ich reisen. Das ist doch schon eine ganz schöne Ecke. Heimatland, jetzt haben wir den Trophäenraum gefunden. So. Gut. Zenobia. Wir müssen runtergehen, genau. Und hier? Und da steht sie auch schon. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Natürlich. Natürlich. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da fällt mir ein, obwohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Ich weiß, also, keine Ahnung. Du kannst es doch mal, kannst ja mal es versuchen. Es war ganz schön anstrengend, sie wiederzuholen. Ich bin sicher, es findet sich jemand, der mit dir spielt. Ja, nicht wahr? Oh, wir werden so viel Spaß miteinander haben, wenn all die Verlierer besprüht werden. Und ich nicht. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Finger sind gekreuzt. Kugel Violett. Wow, und ein Level Up. Yippie. Nice. Sehr schön. Gut, dann würde ich mal sagen... Wetter... Ah ja, genau. Hä? Egal. Die Aufträge. Dann gehen wir mal zu Professor Hackett. Und lernen unseren nächsten Zauberspruch. Und das da. Ich glaube, wir haben was zu besprechen. Na also, jetzt. Skelett eines schwarzen Hebriden. Dieses große Drachenskelett, das im Unterrichtsraum für die Verteidigung gegen die dunklen Künste hängt, ist angeblich eine Trophäe, die Professor Hackett an sich genommen hat, nachdem sie während der großen Wilderer-Razzia von 1878 im Alleingang einen der größten Wilderer-Ringe in Ost-Wales zerschlagen hatte. Eindrucksvoll, wirklich. Also nichts im Vergleich zu dem Skelett, was dann 100 Jahre später dann da hängt. Wirklich. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. In Ordnung, das mache ich. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen. Eine runde Tradition in Zauberkombination. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Ja, so wie sie jetzt Professor Hackett gesagt hat. Ich meinte, sie ist eine unsägliche gewesen. Ne? Also, ein Wunder, dass sie
darüber nicht Bescheid weiß. So, Gott, so viele Treppen, so viel Durcheinander hier. Oh. Zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen. Naja. Also weiß ich noch nicht, ob ich das hinkriege. So. Revelio. Hier ist irgendwo was da. Nein, doch nicht. Ach, das ist bestimmt... Das ist bestimmt das Klo, wo Peeves drin ist. Ach, da ist er ja schon wieder, wenn man gerade von ihm spricht. Ruf des Uhrenturms. Da drüben. Revelio. Ah. Kann ich dir helfen? Komm ich noch nicht ran? Kann ich dir helfen? Ah, ja. Klar, du kannst mir helfen. Oh, ja. Sebastian meint, ich soll mit dir über einen Club sprechen. Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Ja, schon. Ich habe wohl ein Händchen fürs Duellieren. Dann bist du hier richtig. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. Hm. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Das im Uhrenturm? Okay. Ja, Duelle sind ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Auf jeden Fall. Lass mich antreten. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Okay. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Runde beginnen. Okay. Durchbrich gelbe Schilde mit Kontrollzaubern wie dem Leviationszauber Levioso. Leviosa. Zielanvisierung mit R erlaubt es dir, Gegner ohne Zielen zu verfolgen. Nutze R, um dein Ziel während des Anvisierens zu wechseln. Okay. Ein Moment. Jetzt muss ich gerade mal kurz nur meiner Katze sagen, dass sie sich jetzt nicht hier einmal mit mir beschäftigen soll. Okay. Lumos. Achso, Reparo. Revioso. Accio. Astoria Cricket. Na, ich habe ihn noch nicht ganz. Das war's mit meiner Wette. Ah, das war einfach. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse, ich bin dabei. Sehr gut. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Das war auch ein Eindruck. Ich hoffe, du kommst wieder. Ja, natürlich. So. Ich glaube, der wird hier warten. Hallo? Wenn du wieder einen Partner für die gekreuzten Stäbe brauchst, frag mich gern. Ja, ja, kann ich gerne machen. So. Hallo, Lucan. Steht die nächste Runde der gekreuzten Stäbe schon? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und, nächste Runde? Klar, bin bereit. Ich bin bereit. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an?
Mhm, aber mit Natti. Ja, Natti, dann kann's ja losgehen. Bereit für dein Ende? Oh, es sind sogar drei. Adeptenrunde. Durchbrich violette Schilde mit Kraftzaubern, wie den Aufrufezauber Akio. Ah, okay. Also gelb kann ich mit Leviosa durchbrechen und Kraft und violette mit Kraftzaubern wie Akio. Okay. Okay. Relativ einfach. Wenn sie erstmal den Schild durchbrochen haben, dann ist es so komplett einfach. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal mit. Thank you.